Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Indie Games Time. Heute möchte ich euch ein ganz besonders tolles Indie Game vorstellen. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt, aber ich habe schon sehr, sehr viele Bilder darüber gesehen. Deswegen wollte ich es euch einmal vorstellen. Und zwar nennt sich das Spiel Tiny Glade. Ja, wir haben jetzt gerade schon die Aufforderung bekommen, wir sollen machen, was wir wollen. Kleiner Hinweis übrigens, ich habe natürlich wieder aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgestellt, aber ich habe eben mal so ein bisschen reingehört. Es sind wirklich sehr, sehr süße Töne, also die könnt ihr getrost anlassen. Es wird nichts erklärt in dem Sinne, sehe ich gerade. Es steht auch nicht wirklich was drin. Man kann hier anscheinend Breite der Straßen einstellen, vermute ich mal. Hier kann man Fenster bauen, vermutlich die Farben einstellen. Ich denke mal, das soll Löschen sein. Warum das mittendrin ist, finde ich auch ein bisschen komisch. Da kann man wohl die Ebenen ein bisschen mit einstellen. Ob nach oben oder. Oh ja, oh ja. Okay. Die Frage ist jetzt nur. Wie kriege ich das jetzt wieder runter? Kann man das nicht, oder kann man das nur damit dann löschen? Okay, das, also es ist auf jeden Fall zum Löschen, aber dadurch, dass die Erklärung ja hier so ein bisschen fehlt, rückgängig wiederherstellen, geht auch nicht. Dadurch ist es jetzt natürlich ein bisschen, ja, in dem Fall jetzt ein bisschen blöd. Ach so, ach so. Man kann das, egal wann man es gebaut hat, hoch und runter ziehen. Ah, also ich könnte es jetzt sehr hoch machen oder ich kann es komplett weglassen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch hier erstmal ein bisschen an, so eine kleine Erhöhung zu machen. Es tut mir leid, Schaf. Ah, ist das euer Ernst? Ich weiß nicht, wer es jetzt mitbekommen hat. Ich mache das hier bei dem Schaf. Da. Die fliegen einmal hoch. Das. Oh, was ist jetzt? Jetzt habe ich. Oh nein. Jetzt habe ich das aus Versehen alles gelöscht. Nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wobei wir das vielleicht mit Z auch hätten rückgängig machen können, nehme ich an. Aber wir testen. Also ich mache das extra so, dass ich euch das jetzt nicht zeige, weil ich es schon kenne, sondern wir testen es jetzt mal. Wir können auch reinzoomen. Mit der Maus habe ich das jetzt gemacht. Das sind vermutlich, ja genau, das sind Mauern. Das sind aber, naja, so richtig wie Burgmauern sieht das jetzt noch nicht aus. Nein, das hätte ich jetzt gerne zurückgesetzt hier. Es geht nicht mit Z. Dann müssen wir den Teil hier. Oh. Okay, damit können wir ein ganzes Teil löschen. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Na gut, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Dann setzen wir das mal hier so oben drauf. Und machen hier mal so eine richtige Burg. Ja, die halt ein bisschen höher liegt, ne? Die aber nicht abschließt. Okay, ja, kein Thema. Muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen üben. Aber so kann das Ganze aussehen, wenn das einfach mal macht. Okay, das sind also diese ganzen Blöcke, die man quasi wegmachen kann. Dann ist jetzt die Frage. Ich kann das in alle Richtungen. Das ist aber cool. Ich kann das in alle Richtungen drehen und ich kann hier quasi schauen. Die Frage ist jetzt nur. Ja, da bin ich drauf. Kann ich das auch korrigieren, indem ich das so zum Beispiel mache? Okay, es hat also so seinen eigenen Flair. Es passt sich jetzt nicht so direkt an dem an. Ach, da macht er dann das Ganze. Da macht er nur einen Teil. Ach, dann zieht er das zurück. Ah, okay. Wieso ist das jetzt hier draußen? Hier. Jetzt hat er es aber ganz verschoben. Moment, Moment.
Wenn ich das hier so wegziehe, verschiebt er das ganz komisch. So, das sollen wir erstmal weg. Jetzt wird es dunkel. Jetzt kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Super. Jetzt haben wir hier auch noch einen Huhn. So, dann können wir hoffentlich hier jetzt direkt anbauen. Können wir das hier mit? Ja, könnte. Aber er will nicht gerade arbeiten. Warum arbeitet er hier nicht gerade? Das ist doch soweit alles gerade. So, hier wollen wir auch weiterarbeiten. Wobei es jetzt hier schon ein bisschen besser aus... was ist denn jetzt los? Hallo? Was war denn das jetzt gerade? Geht der einfach da runter? Also von der Idee her, vom Prinzip her, ist das schon richtig, richtig toll. So, da geht es auch ran. Ich verstehe allerdings nicht, warum er das jetzt hier gemacht hat, beispielsweise. Nein? Achso, ist ausgewählt schon. So, das sollte er eigentlich miteinander verbinden. Warum er das jetzt nicht gemacht hat, das weiß ich allerdings nicht. Oder warum er das jetzt zum Beispiel nicht gerade einfach da dran setzt. Okay, wir lassen es jetzt mal ein bisschen so. Es ist ja, ne, der erste Versuch. Ob das jetzt gut aussieht oder nicht gut aussieht. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn es schon direkt von Anfang an gut aussieht. Aber so. Aber das ist jetzt noch nicht unbedingt das, was sein muss. Jetzt ist die Frage, das können wir so ein bisschen drehen. So. Ich sag mal, das ist relativ weit draußen. Da setzen wir uns jetzt, ich denke, eine Tür rein. Hoffe ich. Nee, es ist eher ein Fenster, ne? Das können wir auch als Fenster nehmen. Wo kam denn das Brot jetzt auf einmal her? Hä? Ach, das macht der automatisch, oder was? Ach, das ist ja cool. So, einen Schornstein braucht man natürlich noch. Machen wir den vorne oder hinten rein? Mach den mal sich hier. So. Jetzt haben wir hier Büsche, wo ich aber gar keine Büsche haben wollte. Ich wollte hier eigentlich eine Tür haben. Das Problem ist, Türen finde ich jetzt hier gerade so gar nicht. Es scheint dann wirklich mehr so die optische Sache, sage ich jetzt mal, zu sein. Oder hat der jetzt auf der anderen Seite eine Tür gehabt? Nee, oder? Weil das ja jetzt natürlich so direkt dran ist. Aber er hat mir auch nichts angezeigt. Ist da irgendwo... Ach, das kann man dann nochmal kleiner oder größer machen? Ah. Okay, so ein bisschen Rapunzelturm-mäßig. Dann können wir dementsprechend auch hier oben so ein bisschen... So, upsa, ich wollte eigentlich drehen. So ein bisschen noch die Fenster machen. Was ich halt ein bisschen komisch finde, dass tatsächlich keine... Ah, hier so ungefähr. Dass tatsächlich keine Türen drin sind. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ihr seht zumindest schon, wie das Ganze aussieht. Ich meine, ihr seht jetzt, es macht jetzt eigentlich... Der letzte Idiot. Ja, der letzte Idiot will ich jetzt nicht sagen, aber hier unten machen wir noch so ein bisschen schön Blumen vor. Ja, die wollte ich jetzt nicht. Die sind übrigens random. Die kann man leider nicht beeinflussen. So, da lassen wir nochmal einen Baum wachsen. Da auch. Sagen wir mal hier so ein paar Bäume. Die wachsen alle hier. Dann machen wir hier noch ein Häuschen hin. Ich will jetzt einfach nur mal so ein bisschen, ne, ein kleines Beispiel machen, so wie, was man damit alles machen kann.
So, das wird dann... Aber das kann ich nicht von der Höhe her ändern, oder? Doch, da. Ah, okay, da kann ich es mit ändern. Dann kann ich es drehen. Ja, aber ich würde sagen, da können wir mal eben gucken. Aber nein, da ist tatsächlich auch kein Eingang. Ich hätte es gerne ein bisschen nach vorne gezogen, aber ich glaube, das geht jetzt tatsächlich nicht mehr. Es sei denn, wir setzen das Ganze so ein bisschen nach vorne. So, das sind wirklich nur diese kleinen. Na, das sieht aber ein bisschen doof aus, finde ich. Dann nehmen wir lieber hier. So. Keine Ahnung, wo die Leute jetzt reinkommen sollen, aber sieht auf jeden Fall trotzdem sehr schön aus. Dann würde ich hier gerne mal einen, da waren die, einen Zaun hinstellen, der dann so angrenzend irgendwie ist. Ja, angrenzen. Machen wir den mal hier hin. Das ist ja ein richtig toller, gerader Zaun. Okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. So, das schließt damit ab. Wasser. Wasser könnten wir hier auch vielleicht so ein bisschen reinmachen. So hier so in der Mitte vielleicht. Oh, oh. Oder auch nicht. Das kann ich hier nicht höher machen, ne? Autschi. Wie kann ich denn eins zurückgehen? Hätte ich hier Wasser machen müssen? Moment, hier ist zu. Jetzt sind die weggeflogen. Ach so, das war rückgängig Wasser. Ah ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber wieso können wir das nicht so machen, dass wir das hoch machen? Ich meine, ich kann das hier was breiter machen. Das ist alles soweit okay, aber ich kann es hier nicht hoch machen. Kann ich nur das Ganze erhöhen? Das ist ja doof. Da muss es doch eigentlich auch irgendeine Möglichkeit zu geben. Das ist die Größe, ne? Genau. Und da ist halt nur, was man setzen kann. Das ist alles, was man rückgängig machen kann. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, das ist tatsächlich dann hier für die Farbe, ne? Kann man zum Beispiel... Ah, okay. Altes Fachwerkhaus. Oder halt eben so ein rosa Märchenturm könnte man jetzt hier machen beispielsweise. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? So von der Farbe her. Und dann das Haus hier, das vielleicht... Keine Ahnung, das kann ja vielleicht ein bisschen bunter sein und das dann auch. Das machen wir dann so. Das sieht schon schön aus. Das hier wurmt mich jetzt ein bisschen. Anscheinend setzt der tatsächlich das Wasser am tiefsten Platz. Was natürlich blöd ist. Oh, habe ich dich gerade gestreichelt? Ich wollte aber eigentlich das Ganze hier zumachen. Es tut mir leid. So. Das war anscheinend schon so. Okay. Dann probieren wir das mal einfach, dass wir hier vorne irgendwie so ein bisschen quasi so ein bisschen burggrabenmäßig. Das könnte man doch eigentlich auch machen, ne? So einmal so drumherum. So. Müssen wir da ein bisschen drehen hier hinten. Oh, sehr schön. Kommen auch noch mal ein paar, ja, Blumen in Anführungszeichen mit rein.
sehr, sehr cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also man muss sich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Da ich das, wie gesagt, noch gar nicht gemacht habe. Und ich es jetzt auch ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt, finden würde, wenn wir jetzt nur diese eine Option haben. Also ich hoffe, dass da noch eine andere Option dazukommt später, weil ich möchte hier wirklich so eine richtige Burg bauen können. Ich möchte jetzt hier eine Treppe runter machen können. Zeitfluss. Okay, Zeitfluss ist irgendwas mit... Okay, hiermit kann ich mir dann auch ein Bild machen. Aber die Sachen kann man halt nur anstellen und man kann nicht allzu viel damit machen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier tatsächlich noch was freischalten können. Hier hätte ich gerne so einen Weg runter. Wobei das dann... Ja, wenn, da kann man... Okay, da kann man sich dann quasi die Burgmauer machen und dann geht das hier so ein bisschen... okay. Kann ja dann hier so ein bisschen angrenzen. So, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich meine, für einen ersten Versuch. Oder so eine kleine, ja, etwas krüppelige Burgmauer noch mit dabei. Schade, dass wir hier keine Tiere haben. Ich würde gerne noch so ein bisschen Flora und Fauna hier reinbringen. Moment, wir bringen erstmal... Ja, ich würde sagen, ein Turm reicht, oder? Wir bringen erstmal hier noch so ein Häuschen rein. Das kann man auch hier an den Abhang quasi setzen, so wie es aussieht. Das wäre natürlich auch ganz cool. Aber das bauen wir mal so ein bisschen schräg. So. Machen wir das auch wieder so ein bisschen kleiner. Ein bisschen nach hinten. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Zwerg jetzt gerade, finde ich. Ach, damit kann man das, glaube ich, woanders hinsetzen. Aber das können wir so ein bisschen... Können wir das da auch kleiner machen? Ich finde, das sieht ein bisschen spitz aus. Aber gut. Dann machen wir da noch Fenster rein. Jetzt haben wir natürlich die Fenster immer nur von einer Seite. Das sieht cool aus. Ich finde die Deko unheimlich schön, die dann automatisch halt eben kommt. Ach so, wir müssten eigentlich den Weg, den wir hier haben, müssten wir auch ein bisschen durchziehen, ne? So, dass das hier so. Und dann eigentlich zu den Leuten, zum Haus. So macht man die Türen. Okay, ich verstehe. Dann ziehen wir das hier so durch und dann ist da auch nochmal eine Tür. Und hier kommen wir auch so und dann zack. Ah, jetzt sind die Fenster weg. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Moment, ich hatte die Fenster. Machen wir mal so. Es war so ein bisschen kirchenmäßig mehr jetzt, aber was soll's. Dann machen wir hier vorne noch ein Bäumchen hin. So ein bisschen... Na, passt das noch? Ja, passt noch so gerade. Ja, passt noch so gerade, nur der Baum ist jetzt irgendwie ein bisschen... Ja! Keine Ahnung, was wir mit dem Baum... Moment, können wir den so ein bisschen... Ah ja, okay. Okay, das geht. Das geht so. Das ist okay. Dann stehen wir noch auf dem Baum, ja. Dann machen wir den hier hin. Und dann machen wir hier auch so noch so ein bisschen... Zack. Hallo. Ja. Und da. Und den Baum brauchen wir gar nicht mehr. Der bleibt jetzt so. Nee, der bleibt nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Der ist jetzt... Ach so, das wird... Ach, das ist wegen der Anzeige, oder? Ja, ja, jetzt erscheint er gleich wieder. Er ist ein bisschen komisch mit der Anzeige gemacht, aber gut. Zu viel dürfen wir natürlich da auch nicht haben. Wir können hier vielleicht nochmal so ein kleines Bäumchen hinstellen. Geht das? Hier so. Zack. Und dann... Oder? Das geht nicht. Den können wir jetzt nicht irgendwie größer oder kleiner machen. Ja, schade. Dann lassen wir halt den großen.
Ach so, das neue Haus haben wir noch gar nicht. Müssen wir auch mal eben gucken. Ah, die Fenster können wir auch noch mal einzeln machen. Was ist das? Ah, okay. Gut, aber ich will jetzt eigentlich das Haus erstmal haben. Das kann ja so ein altes Fachwerkhaus sein und dann... Ja gut, die bleiben gleich, es ändert sich halt nur die Farbe. Dann würde ich sagen, machen wir das dann auch noch so hell. Genau. Und dieses Drumherum, weiß ich jetzt nicht. Sollen wir das so lassen oder sollen wir da vielleicht eine andere Farbe nehmen? Das ist das... Nee, das ist das, glaube ich, gewesen, ne? Machen wir das doch mal mit der Farbe. Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Also bis auf, da ich jetzt gerade überhaupt gar kein Licht mehr habe, um hier irgendwas zu machen. Dann... Sehr schön. Ein wenig Licht. Gut, das sollte ja eigentlich reichen, so für alle Seiten. Aber wir können ja draußen noch ein bisschen Licht hin machen. Kann man das drehen? Ups, anscheinend nicht. Nee, drehen kann man es nicht. Kann ich das nur so lassen? Auch nicht irgendwie mit Q. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube... Mist. Okay, also mit Y und mit X können wir hin und her spulen. Und mit V und Z und T können wir nicht... Achso, T ist dann das hier nochmal. Können wir nicht drehen. Mit Q und E können wir nochmal hochgehen. Ja, aber wir können leider aktuell zumindest jetzt nicht drehen. Dann stellen wir hier unten einfach nochmal so eine hin. Und dann... Würde ich sagen, war es das auch erstmal. Ich meine, das ist wie gesagt nichts Dolles. Ist jetzt nur so ein kleines Städtchen. Ich wollte nur, dass ihr mal sehen könnt, wie dieses Spiel hier überhaupt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt ja auch kein großer Künstler. Ich werde da auf jeden Fall privat nochmal ein bisschen nachschauen. Wo sind eigentlich jetzt hier unsere Hühner und Schafe und so weiter hin? Ah, das ist eine riesige Welt, die man sich damit machen kann. Also riesig, ne? Aber es ist schon eine große Welt, sage ich mal. Also rein theoretisch, wobei ich glaube, hier ist Sense. Hier ist nämlich so ein, ja, hier ist nämlich so ein Rechteck. Aber rein theoretisch könnte man sich hier auch was Größeres von bauen. Das ist doch schon mal schön. Ja, ich würde sagen, machen wir mal ein Foto von. Jetzt ist es ja hell genug. Die Linse können wir ein bisschen... umstellen. Achso, das ist hier... Okay, obwohl, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Das mit rein. Und ja, ansonsten lasse ich einfach mal alles so, wie es jetzt gerade ist. Einmal ein Foto gemacht. Und ja... Das ist das Spiel. Ich finde es auf jeden Fall ganz süß gemacht. Da kann man doch so einiges mit bauen. Allerdings muss ich sagen, mir fehlt ein bisschen so die Vielfalt. Weil wie gesagt, also wir haben jetzt schon rausgefunden, wie man jetzt hier eine Tür macht, wie man jetzt die Wege macht. Das scheint so ein bisschen KI-abhängig zu sein hier. So dass das dann direkt eine Tür einbaut und alles. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendetwas bauen will, wo eine Tür dran ist, aber wo kein Weg hinführen soll? Also es hat natürlich auch seine Schwächen insgesamt. Aber so alles in allem finde ich schon ganz schön. Ich hoffe, dass noch einiges mehr dazukommt. Es ist auch gerade aktuell im Angebot. Das heißt, wen jetzt dieses Spiel interessiert, der kann auch gerne mal auf Steam gucken. Ich habe es jetzt für, ich glaube, knapp 11 Euro bekommen, weil es das in so einem Bundle auch da gab. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Ganzen haltet. Wie gesagt, ich finde es jetzt aktuell ein bisschen wenig drin. Aber dass, ja, dass der halt selbstständig so Sachen ändert. Oder wie jetzt zum Beispiel, wenn man hier die
na, die Fenster da rein macht, dass der diese Umgebung drumherum dann auch noch selbstständig macht und so. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich hätte es aber auch cool gefunden, wenn wir die Sachen selber hinstellen könnten. Also wenn wir jetzt sagen könnten, okay, das möchte ich gerne da haben, das möchte ich da haben. Ich vermisse auch die Tiere. Also hier ist zwar jetzt so ein Holzzaun, der aber auch keinen Eingang hat, nebenbei bemerkt. Und ja, ich hätte halt schon gerne in diesen Zaun Tiere drin gehabt. Ich sehe da jetzt keine Option zu. Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Ich kann auch so direkt nicht speichern, beziehungsweise es gibt auch keine Level oder irgendetwas, wo man halt eben reingehen kann. Ich kann nur, wenn ich jetzt hier auf Escape drücke, da steht jetzt, dein Spiel wurde gespeichert. Da kann man jetzt zum Beispiel hier gucken, man möchte verschiedene Sachen haben. Man möchte das Ganze im Herbst machen. Soll so ein bisschen wie alte Zeiten aussehen, auch von den Farben her. Es soll blumiger aussehen. Es soll wie eine Winterlandschaft aussehen. Das finde ich cool. Tägliches Thema. Weiß ich noch nicht, was das genau sein wird, ob man da irgendwas einreichen kann. Ich denke mal, das könnte sowas sein. Castle on a Riff. Also, das ist, ne, ein Schloss, ja, auf einer Klippe. Müsste man dann irgendwie gucken, wie man das am besten macht, weil man hat ja kein Wasser, man hat halt nur dieses Seewasser. Also man, ja gut, die Klippe, die kann man machen, aber es ist halt eben kein Wasser unten drunter. Ich weiß auch nicht, ob man das dann irgendwo einreichen kann. Tiny Daily. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass manchmal etwas Inspiration wichtig ist, um ins Rollen zu kommen. Darum teilen wir jeden Tag ein neues Thema und eine Startlichtung mit euch. Ach so, dann kriegt man diese Lichtung hier. Oder? Okay. Wir sind gespannt, was du daraus machst. Wir gehen einfach mal rein. Ja. Also das hier ist dann das, was man jetzt zum heutigen Thema beispielsweise bekommen würde. Ist wieder dieses Viereck, in dem man baut. Es ist auch so sehr herbstlich. Theoretisch, wenn man die Vorgaben hätte, würde ich jetzt sagen, man könnte jetzt hier das von Herr der Ringe machen mit diesen zwei Statuen, die so die Hände nach vorne haben. Grundsätzlich, ja, soll ein Schloss auf der Klippe sein. Ne? Grundsätzlich müsste man in diesem Fall dann hier zur Seite machen. Aber man hat hier unten halt auch nichts anderes drin. Also man hat tatsächlich nur die Sachen, die jetzt hier vorgegeben sind drin. Ich werde auf jeden Fall nochmal Kontakt zu den Entwicklern aufnehmen und mal nachhören, ob da noch was geplant ist, ob das noch erweitert wird. Und sollte ich das nicht mehr hier ins Video mit reinbekommen, weil das zu schnell hochgeladen wird, dann werde ich euch das auf jeden Fall nochmal in die Kommentare reinschreiben und werde euch das Ganze dann unten anpinnen. Ja, wie gesagt, wir können auch mal eben kurz. Ich kann auf Neu gehen, dann ist mein altes, glaube ich, jetzt gespeichert, aber ist nicht so schlimm. So toll war es jetzt auch nicht gerade. Wir können hier mal reingehen. So sieht es aus mit Sommer. Das wäre jetzt quasi so der Anfang. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, das wäre dann Herbst. Also ist quasi immer so eine Lichtung, nur eben mit anderen Farben so drin, ne? Dann gehen wir hier auch nochmal kurz rein. Alte Zeiten. Da ist dann hier schon so ein bisschen. Ja, hat schon fast was verwunschen, das würde ich schon fast sagen. Ach, solche Brücken kann man auch bauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie. Das müsste man dann tatsächlich mal ausprobieren, weil wir haben jetzt hier natürlich nichts anderes, aber da kann man sich reinfuchsen. Also hier unten, das sollte eigentlich klar sein. Dann ist halt das Wasser wahrscheinlich so da reingezogen worden. Wie man das jetzt hier genau machen kann, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil man das jetzt nicht als Vorlage hat. Man hat zwar hier sowas, aber das sind ja nur die Engen. Man könnte die vielleicht ein bisschen verbreitern. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Das können wir mal eben ganz kurz machen. Man das so bauen. Also so geht's nicht. Na gut, das ist. Okay, verbreitern kann man es anscheinend nicht. Da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen gucken. Wenn ihr wisst, wie man sowas bauen kann, weil ihr das Spiel selber schon geholt habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil es muss ja irgendeine Lösung dafür geben. Das sind jetzt nur die, ja, das sind nur die Fenster, also Fenster, diese Luftlöcher, sage ich mal dazu.
Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, wollte ich noch mal eben schnell alte Zeiten. Hatten wir gerade die Blumen noch mal kurz angucken. Das wäre dann hier dieses Startgebiet. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und den Winter. Dann haben wir hier so eine wunderschöne Winterlandschaft. Naja, wunderschön. Wir müssen halt was Wunderschönes draus machen. Aber da kann man sich so ein richtig schönes Märchenschloss machen. Und hier ist dann auch wieder eine schöne Inspiration. Wir nehmen einfach einen Turm, und machen hier das Ganze so offen. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja, das ist im Prinzip alles, was wir jetzt hier so machen können. Ich habe im Sumpf ein Schloss gebaut. Achso, Feedback senden. Okay, da wollte ich jetzt nicht mit euch reingehen. Ja, ihr Lieben, das sind im Moment die Funktionen, die man hat. Ich persönlich, wie gesagt, finde es noch ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt. Ich hatte ehrlich gesagt auch mehr erwartet, als ich es gekauft habe. Aber nach dem, was ich hier so sehe, also wie zum Beispiel mit dem, was man da unten machen kann, das hier, glaube ich, sieht auch ein bisschen anders aus, weil da Fenster drin sind und so. Ich denke, mit viel Rumprobieren und auch entsprechend die Zeit. Ich wollte das Ganze jetzt natürlich nicht zu lange halten. Deswegen habe ich jetzt nochmal so ein bisschen auf die Schnelle gemacht. Aber mit viel Rumprobieren und so weiter, denke ich mal, kann man hier tatsächlich noch so einige schöne Sachen machen. Und ein Fähnchen kann man auch reinsetzen. Das habe ich euch eben nämlich noch nicht gezeigt. Ja, kann man noch so einige tolle Sachen damit machen. Und die Häuser kann man ja auch entsprechend noch anpassen. Also von der Höhe her und das Dach ein bisschen von der Höhe her und so weiter. Und die Türme hier, die kann man anpassen und, und. Ihr könnt übrigens auch so eine Fahne. Ah, guck mal. So von wegen anpassen, ne? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Das Einzige, was ich noch nicht. Oder kann man das im Nachhinein? Ah, man kann das im Nachhinein machen. Ah, wieder was dazugelernt. Okay, das heißt, wir hätten das bei uns so machen können, dass wir im Endeffekt den Weg hätten machen können und dann diese Laternen hier. Wo sind sie nochmal? Ich finde die Lichter nicht mehr. Also diese Laternen, die wir eben hingestellt hatten. Doch, ich glaube, es waren die hier. Ja, genau, es waren die hier. Die hätten wir hinstellen können und dann hätten wir hier oben anvisieren können und dann hätten wir das Ganze drehen können. Haben wir auch wieder was dazu gelernt. Also es sind so kleine Sachen, da muss man sich tatsächlich reinfuchsen und man kann halt verschiedene Sachen machen oder zum Beispiel jetzt hier, dann kann man das Ganze natürlich auswählen, dann kann man daraus rosa machen und wie man schon sieht, dann ist die Hälfte von der Seite aus verbunden, also ist das dann wieder eine andere Farbe. Das sind alles so Kleinigkeiten, das ist schon Wahnsinn und wie gesagt, ich denke, das ist so ein bisschen KI gesteuert. Ist jetzt nur eine Vermutung, dass das so errechnet wird. Aber ich finde es schon richtig, richtig cool. Und ganz ehrlich, es ist ein Indie-Game-Anbieter. Da musste ich natürlich zuschlagen und musste mir das Ganze mal anschauen. Und ich kann es wirklich nur für jeden empfehlen, der gerne baut und natürlich auch dementsprechend ein bisschen Zeit mit sich mitbringen. Weil ich denke mal auch, wenn man jetzt die Fenster hier nimmt, dass die nicht immer gleich sind. Also zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier oben, ja, da seht ihr schon, wenn wir die da oben reinmachen, dann haben wir hier so ein Dachfenster zum Beispiel. Das gleiche Fenster ist hier unten, sieht es dann so aus. Wir können daraus, wenn ich es richtig gesehen habe, wir können daraus sogar eine Bodenluke machen. Also ihr seht schon, einfach mal ein bisschen ausprobieren und wir haben hier verschiedene Sachen, obwohl wir nur einen Teil haben. Nur wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt leider nicht gefunden habe, das waren die Tiere. So Schafe, Hühner und so weiter. Es kann sein, dass wir die vielleicht hier reinsetzen können. Wir konnten die zumindest streicheln, da wo wir die gesehen haben. Hier hinten ist zum Beispiel eins. Da, wir können es streicheln. Wir können es aber nicht mitnehmen. Vielleicht muss man das mehrmals machen und dann läuft es einem hinterher. Nee. Leider nicht. Ach, der Vogel? Der hat einen Vogel auf dem Kopf. Auch nicht schlecht. Ja, schade. Ich probiere alles, ich gebe alles, aber vielleicht kann man ja irgendwie mit Steuerung oder mit. Ja, okay, das funktioniert auch nicht. Aber schade. Vielleicht hätte man die dahin führen müssen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es doch bestimmt auch irgendeinen Trick, dass man die dann so ein bisschen auf der Weide halten kann. Würde mich sehr interessieren. Ich fuchs mich da noch ein bisschen durch.
Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Wie findet ihr das Spiel? Findet ihr, dass das okay ist, was man alles damit machen kann? Findet ihr, dass das zu wenig ist? Denkt ihr, dass man vielleicht noch andere Sachen machen kann, wie jetzt zum Beispiel hier mit den Fähnchen? Das war jetzt auch wieder eine coole Sache. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja sowas auch hier mit oder so, wenn man die direkt gegenüber hinstellt oder ähnliches. Ich habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, ich fuchs mich durch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!